Also Ben, du hast halt überhaupt nichts zu melden. Ist klar. Was hätte Charlie auch gerne? A boy like you. Und was hättest du am liebsten? A boy not like you. Ja, ja, ist schon klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn sie ist wirklich gut, sexy und vor allem unglaublich erfolgreich, glaube ich. Hier ist sie für euch. Hier ist Charlie. Wir setzen uns mal ein bisschen Girls Talk. Charlie, dein Video wurde 400.000 Mal schon angeklickt, schon angesehen und es gibt ganz, ganz viele Gerüchte im Internet. Kesha hat ein Lied für dich gemacht, du hast mit Kesha zusammen gesungen. Was ist an den Gerüchten dran oder seid ihr einfach nur gute Freunde, die gern shoppen gehen? Nee, wir sind keine guten Freunde. Sie hat einfach den Song By The Cure für mich geschrieben und im Internet kursieren ganz viele Gerüchte, dass ich den Song geklaut habe oder gecovert. Aber nein, sie hat den Song für mich geschrieben. Ah, stimmt. Also hier ist das Original, Leute. Gerüchte stimmen alle gar nicht. Und in dem Song geht es ja so ein bisschen um böse Jungs. Stehst du so auf die tätowierten Bad Boys? Ja, so ein bisschen schon. Also ich stehe schon so ein bisschen auf tätowierte Bad Boys, aber ich mag auch gern so Softies. Softies, ne? So wie unser kleiner Murmelbär. Genau. Magst du Softies, Charlie? Sag du, magst Softies. Ich halte es da hinten nicht mehr aus, wenn so eine Schönheit hier du, Jules. Küssen und wieder. Ihr habt ja, eure Familie ist ja echt talentiert. Deine Schwester singt bei Luttenberger Klug. Du hast mit 5 Jahren beim Kiddie-Contest mitgemacht und im Garten habt ihr eine Tanzschule, oder wie? Naja, also meine Schwester und ich, die singen schon seit wir ganz, ganz klein sind. Und mein kleiner Bruder ist jetzt 9 und der fängt auch schon damit an. Herrlich, sehr gut. Da wollen wir natürlich gleich mal ein bisschen was hören. Du bist eine Künstlerin durch und durch. Deswegen haben wir Oscar wieder freigelassen, den Star-Praktikanten. Ihr kennt ihn alle. Riesenapplaus für unseren Oscar. Und gemeinsam wird jetzt hier ein bisschen musiziert. Wie heißt der Song, den du jetzt spielst? Ich spiele jetzt Boy Like You. Was möchtest du gerne noch sagen? Boy Like You. Sehr gut. Auf geht's. Charlie, live. I know you know I'm wrapped around your finger. You're so beautiful and dangerous. Hot and cold. Don't you see the light, boy? I could blow your mind, boy. Let me be your new toy. I do what I want and I get what I want when I want it. What want it? I'm not gonna stop till I get what you got, till I got it, got it. What do I do with a boy like you? Got me lost, got me hooked, now I'm so confused. It's a soft part of your plan, I don't really understand. What to do with a boy like you? Das war Charlie. Vielen Dank, Oscar. Charlie, sag mal, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch eine Schauspielerin? Ich bin leider keine Schauspielerin, aber ich möchte es mal werden. Hier ist Charlie mit A Boy Like You. Play, but
Sie hier bei Kika Live. Vielen, vielen Dank an Ihre beiden wundervollen Tänzer. Ja. Shaili, kommst du rüber zu uns? Mit dem Titel übrigens. Wie heißt das? More Like You. Sehr gut. Shaili, ist das anstrengend? Kannst du singen? Ja. Ist schon so. Aber weißt du was? Wir machen hier gleich weiter. Es ist Zeit für die Schnellfragerunde. Okay? Frage Nummer 1. Mit deiner ersten Million machst du was? Da kaufe ich für meinen Hund Roxy ganz, ganz viele Spielsachen. Ganz viele Spielsachen. Und eine Hundehütte wahrscheinlich noch dazu. Die hat sie schon. Was machst du denn morgens? Ja, anziehen, duschen, Zähne putzen und dann? Schminken. Okay. Ja, und gleich die ersten SMS verschicken. Was ist denn dein größtes Vorbild außer Sissy? Rihanna. Ja, sehr gut. Gute Wahl. Letzte Frage noch von mir. Bist du sportlich? Ja. Weil dann bist du bestimmt für unsere nächste Herausforderung ordentlich gewappnet. Auf jeden Fall, dafür brauchen wir aber noch jemand. Und zwar, das ist dieser junge Mann hier. Einmal aufstehen, einmal Mikrofon, einmal Namen sagen. Gerne, sag mal, bist ein bisschen aufgeregt? Hast ja schon einen hübschen Gast hier an der Wand, oder? Es geht, alles klar, cool und lässig. Hier, ja. Komm, passt die Wand. Ja, das weil jetzt kommt zuerst noch die Geschenke an. Dann haben wir hier die Heelys mit den tollen Rollen dran. Dann seid ihr total flott unterwegs. Und es gibt obendrauf noch das Highlight von heute. Charlies Single hier auf CD, original unterschrieben. Also Chaka für die Wand. Chaka! So, ihr zwei, ihr habt noch einmal Zeit, euch kurz vorzustellen. Ihr könnt euch kurz die Hand geben oder weiß ich nicht. Hallo, was. Denn hier kommen die Spielregeln. Ihr habt 30 Sekunden Zeit, 35 von den wunderschönen blauen Pets zu treffen. Die grünen sind Gift. Verstanden? Alles klar, ich aktiviere die Wand für euch. Bitte näher treten und an der Wand geht's los in 3, 2, 1, go! Und raufschlagen, immer raufschlagen, jawohl. Und die Grünen könnt ihr schlagen, machen aber überhaupt keinen Sinn. Sehr gut. Und jetzt halt's mal ordentlich Gas geben. Und der Herr der Schöpfung übernimmt hier ein bisschen die komplette Wand. Ihr müsst euch ein bisschen einig werden, wer hier welche Seite übernimmt, denn ansonsten könnte es knapp werden. Ordentlich unterstützt vom Publikum. Knapp 10 Sekunden sind's noch. Und ja, das könnte knapp werden, aber es ist noch alles drin. Ja, und die letzten Sekunden laufen. Fast knapp daneben, ist auch vorbei. Nicht böse sein, nicht traurig sein, das passiert. Ey, es ist echt eine schwierige Aufgabe. Außerdem, oder? Jazz, die Glitzfee, hat trotzdem was für dich. Du kriegst nämlich trotzdem die Single, bitteschön. Charlie mit. Und es gibt sogar noch ein Bild mit den hübschen Tänzern und mit Charlie. Und das wird jetzt original unterschrieben. Ganz genau, das gibt's auch noch oben drauf. Yeah. Und es gibt auch noch was oben drauf. Ich weiß nicht, ob hier noch was reingeflattert kommt. Ich wollte Jazz noch ein bisschen bloßstellen. Freunde der Sonne. Bitte. Nee, nicht, alles klar, dann machen wir es nochmal so. Wen brauchst du? A boy like wen willst du? A boy like you. Sehr gut. Und wenn ihr das Ganze in schön sehen wollt, nicht interpretiert, wie wir es jetzt gleich mal tun wird hier, kannst du gleich mal anziehen. Bitte nochmal mit hängen. So, damit es ein bisschen blöder aussieht. Charlie, kurze Frage. Deine Single ist schon bestimmt. Genau. Wann kommt ein Album? Folgt das? Das folgt Ende September. Ende September. Wir freuen uns stark. Du wirst wahrscheinlich auch ein paar Promotours machen. Wo kann man dich demnächst treffen? In welcher Stadt? In Berlin, in Mainz, in Wien, in München. In Berlin, in Wien, in Mainz und in München. Schön die Augen offen bleiben. Vielleicht ist sie da, dann gibt es bestimmt Autogramme. Morgen. Denn morgen. Sie singt den Titel. A boy like you. Und morgen ist hier auch Promi-Alarm am Start. Wir haben Stefan Raab hier, den Graf von Unheilig. Happy Kekkeling wird da sein und Bruce the Nist. Ganz genau so sieht's aus. Also vielen Dank fürs Zuschauen und danke, alle Infos zu dieser tollen, fantastischen Sendung gibt's hier immer unter kikalive.de. Bis dann. Tschüss. Danke, Charlie. Das war